Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben kein Löschel mehr, kein Löschel mehr, kein Löschmittel mehr, aber wir haben ja ein bisschen Glas und wir sollten gleich mal zurückgehen zur Aurora, weil da noch unser Zeug ist. Und ja, da sind wir letztes Mal gestorben. Das war ganz professionell. Sowas wird mir nie wieder passieren. Nein, nein. Ja. Und ich glaube, das machen. Oh, was war da unten Neues? Ach so, der Raubtier-Tauchkörper. Da unten ist eine Rettungskapsel, die 12. Aber ich glaube, wir schwimmen erstmal rüber. Haben wir noch Batterien? Wahrscheinlich haben wir keine Batterien mehr. Damn. Wir brauchen aber erst neue Batterien, bevor wir rüber schwimmen können. Never mind. So, hier war das Blei drin. Hier ist auch nur Gold drin. Wir brauchen Kupfer für die Batterie natürlich. Und Säurepilze. Säurepilze haben wir, Kupfer haben wir einstecken. Ja, was will ich denn mehr? Direkt mal zwei Batterien. Wir haben ja unseren Fabrikator. Ich weiß immer noch nicht, wie man eine Base hier oben drauf baut. Also wie wir die verbinden können. Weil ich bin davon ausgegangen bis jetzt, ich baue meine Leiter. Und wenn ich meine Leiter habe, da komme ich da einfach hoch. Und dann ist das Ganze gar kein Problem. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Weil letztes Mal hard try-mäßig versucht. Moment, war das jetzt die richtige Batterie, die ich weggetan habe? Ne, war es nicht. Ja, damn. Damn, damn, damn. Wir nehmen natürlich die vollgeladene, nehmen wir mit. Die Fackel lassen wir hier. Das Glas auch. Das Titan lasse ich auch hier, aber das kommt hier drüben rein, wo es hingehört. Und dann würde ich sagen, gehen wir eine Runde schwimmen. Das Licht ausmachen? Ja, Rechtsklick. Rechtsklick ist Licht ausmachen. Dann verlassen wir doch mal die Basis. Muss mir gleich mal den Sound leiser machen, lauter machen. Das ist nämlich alles ein bisschen leise gerade. So, ich will ja auch was hören. Ich will ja nicht nur, dass ihr nachher was hört, ich will ja auch was hören. Weil ohne Hören ist alles doof. Nein, das ist ein Spiel. Und wie hat mein Onkel früher immer schön gesagt? Ja, und Sound. Ohne Sound ist nur halb so spaßig. Und ja. Gut, aber wir gehen jetzt erstmal ohne Feuerlöcher tatsächlich. Der ist leer. Dann gehen wir zurück auf die Aurora. Ich glaube, der Feuerlöcher, wo noch was drin war, der ist auch noch da. Wir sind ja da im Feuer gestorben. Schön verbrannt. Snack. Der Schlückchen Kaffee. Wobei eh die Frage ist, ob da, wo wir versucht haben, Feuer zu löschen, oder wo ich versucht habe, ein Feuer zu löschen, ob man da überhaupt durchkommen kann. Oder ob da halt einfach ja Feuer ist, dass man nicht löschen kann und man dementsprechend auch nicht durchkommt. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Da gab es ja jetzt auch nicht so viel zu erkunden auf der Aurora. Und wir haben unsere Daten da runtergeladen. Und ja, das war's ja eigentlich. Da war ja nicht viel mehr zu tun. Und das kann natürlich dann auch sein, dass man da gar nicht weiterkommt. So. Wir rotieren mal vor uns voran. Da geht langsam die Sonne auf. Oh, diese Farben. Geil. Einfach nur geil. Kann man nicht anders sagen. Oder kann ich zumindest nicht anders sagen. Ich finde die Farben geil. Die ganze Atmosphäre, die dieses Spiel schafft, ist einfach wunderhübsch. Wunderhübschig. So. Hello, my friends. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schneeberg. What the fuck? Du bist ein großer Stinke. Ich gehe mal hier rüber. Ich bin eben erst gestorben. Ich bin Gott sei Dank nur ein Klon, der immer wieder mit den gleichen Erinnerungen aufwachen kann. Das ist gar kein Problem. Aber trotzdem möchte ich mit dir, Riesenschlängele, nichts zu tun haben. Na, er scheint uns aber auch nicht aktiv zu spotten und anzugreifen. Das ist schon mal ein Vorteil. Blub, 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 blub. Da bin ich. Die öffnen wir natürlich erstmal und nehmen eine Wasserflasche raus. Hier ist so heiß. Ich sollte erstmal was trinken. Ich trinke erstmal was. Yay. Gut. Ich bin mal gespannt, womit das Spiel mich heute überrascht. Ich habe es ja bestimmt schon mal erwähnt.
dass das Spiel mich immer wieder aufs Neue überrascht mit ja, Dingen, die ich so nicht erwartet habe. Gut, mittlerweile behaupte ich mal, es kann mich relativ wenig überraschen, weil ich sage, ich erwarte eigentlich alles bei diesem Spiel. Von Inseln, die ich so nicht erwartet hätte, zu Raumschiffen, die ich besichtigen kann, die ich so nicht erwartet hätte, von Alien-Technologie, die ich so nicht erwartet hätte. Ja. Ich meine, was soll da noch kommen? Was soll da noch kommen, was mich nicht überrascht, also, was mich überraschen kann? Dass das Schiff zusammenstürzt, während ich hier drin bin? Ja, das, Alter, da kriege ich von der Seite direkt Schaden. Ich habe das Gefühl, dass das Schiff zusammenstürzt, während ich hier drin bin. Das wäre kontraproduktiv. Da ist der ganze Loot weg. Ich muss vor allem mal kurz ein Medkit benutzen. Kürzer Snack. Ich glaube, ich werde mal auch den Schweißbrenner nochmal beiseite legen. Und darauf auch ein Medkit. Oder jetzt habe ich einfach eins benutzt. Ist natürlich auch eine Option. Aber das hier scheint heiß zu sein. Ja. Nein, 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 nein. Damn. Okay. Scheinbar ist der Boden da so heftig, dass ich da direkt Damage bekomme. Erdbeben. Also weil das war ja gerade. Ich wollte ja tatsächlich einfach nur mein Zeug absnacken. Aber das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit nahezu. Ich probiere es jetzt nochmal, einfach weil ich mein Zeug halt gerne wieder hätte. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was da liegt, aber ein bisschen was wird da schon liegen, wo ich sage, das hätte ich gern wieder. Ich habe hier immer das Gefühl, dass das Schiff sich so langsam wegdreht. Oh, die großen Stinker sind da. Hallo, Großstinker. Man muss ja mit den großen Stinkern auch mal reden. Kommunikation ist wichtig. Das wissen auch die großen Stinker. Deswegen fällt uns das ja auch so leicht, also den großen Stinkern und mir miteinander zu kommunizieren. Weil die großen Stinker, die kommunizieren auch gern. Hui! So, Schlückchen Kaffee auf der Reise dahin. Also, was lernen wir daraus? Es ist nicht immer alles tödlich, was tödlich aussieht. Nein, andersrum. Es ist nicht immer alles nicht tödlich, was nicht tödlich aussieht. Weil nur weil da kein Feuer ist, heißt das nicht, dass das Ding ab und zu mal Plähungen hat und uns das Feuer direkt ins Gesicht schießt, sag ich mal. Und ja, ich würde einfach mal behaupten, das ist das, was passiert ist. Das war ungesund für uns. Aber machst du nichts im Endeffekt. Machst du nichts. Tuck, 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 die Eisenbahn. Flupp. Gut, last try, keine Angst. Ich werde jetzt nicht 5743 Mal nacheinander in das Aurora-Schiffchen hier rein zu... Schiffchen. Das kleine Schiffchen, ja, das ist ganz klein und fein. In das Raumfrachtschiff reingehen und jedes Mal aufs Neue sterben. Das ist der letzte Versuch. Weil, ja. Wenn ich es jetzt nicht hinkriege, wann denn dann? Aber gefühlt kracht das Ding hier immer mehr ein. So schön verstrahlt. Ja, wenn wir jetzt so einen Grappling-Hook oder so hätten. Ich weiß nicht, dann könnte man vielleicht noch ganz andere Ebenen entdecken hier. Oder wenn der Schneidbrenner mal vernünftig durch irgendwas durchgehen würde. Habe ich auch noch keine Option gefunden, ihn anzusetzen. Und das ist was mich verwundert hat. Weil das hieß ja am Anfang hier, oh, wenn sie auf das Schiff gehen, könnte es sein, dass sie ein Feuerlöcher brauchen. Haben wir gebraucht. Hat man ja auch bekommen. Und es könnte sein, dass sie einen Schneidbrenner brauchen. Und ich hätte halt gedacht, gut, wir müssen uns hier irgendwo durchschneiden.
Weil ja. Warum auch nicht, ne? Da gehen wir nicht hin, alles gut. Da ist Feuer. Mit dem Feuer möchten wir nichts zu tun haben. Feuer ist böse. Feuer tut weh. Das habe auch ich jetzt gelernt. So. Ist was von meinem Zeug hier runtergefallen? Feuerlöcher, den nehmen wir mit. Das war's, der Rest scheint oben zu sein. Ja gut, das ist jetzt mehr oder minder problematisch. Ich frage mich halt, kann ich hier stehen? Ne, kann ich nicht. Da springe ich einfach runter. Gut, da kann ich schon mal nicht stehen. Ich glaube, ich kann jetzt schön auf den Stahlträger draufspringen oder so. Das Feuer hier, das ist schon... Das ist nicht gut. Böses Feuerchen. Schnell Zugriff zuweisen. Piu, piu, piu. Ich achte darauf, dass ich keinen Damage bekomme, Freunde. Ich bekomme Damage. Das Feuer scheint man nicht löschen zu können. Ich will mein Zeug haben. Oder habe ich da irgendwas Wichtiges verloren? Sagen wir es mal so. Wir haben zwei Batterien, die voll sind, einstecken. Wir haben unseren Scanner. Unser Bauwerkzeug ist hoffentlich schlauerweise nicht bei uns gewesen. Ich würde fast sagen, da war nichts Wichtiges. Eine Wasserflasche oder so. Die darf auch hier liegen bleiben. Dafür müssen wir jetzt nicht unser Leben noch ein weiteres Mal riskieren. Weil bringen tut es ja eh nicht. Nichts tut das bringen. Sprich, heißt für uns, ich gehe jetzt aktiv zurück. Piu! Was ist das da? Oh, hier ist eine Alpha-Wand. Damn. Also, für diejenigen, die es nicht wissen, Alpha-Wände sind die unsichtbaren Wände. Sprich, du hast eine unsichtbare Wand. Damn, damn, damn. Kommst du alpha-mäßig nicht durch. Tschüss, Schiff. War schön mit dir. Gut, gehen wir wieder. Hui. Können wir eigentlich damit unser... Okay, es funktioniert. Ja, ein bisschen Löschmittel verschwendet. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was ist das? Kann ich das vielleicht scannen? Ne, es sind nur irgendwelche Rippen. Das sind nur Rippen, die brauchst du gar nicht. Hier sind auch nur Bauteile. Erdbeben! Bup. Das ist so ein Buddy High. Gut, dann würde ich ja fast sagen, lasst uns zurückschwimmen. Vielleicht noch hier was mitnehmen. Was mitnehmen? Bitte einmal mitnehmen. Angeklopft, ein kleines Titan. Das gönnen wir uns natürlich. Salzablagerung. Oh, was bist du denn, Hübsches? Ich scanne dich mal ein Schubkanonenfragment. Jetzt können wir Schubkanonen bauen, so wie es aussieht. Was ist hier? Ein Hellskit? Okay. Dich kann ich nicht mit meinem Laserschneider. Kann ich dich immer noch nicht kaputt machen, ne? Eins. Nö. Da brauchen wir eine Spezialausrüstung. Die ist so spezial, das glaubt ihr gar nicht, wie spezial die ist. So ein bisschen Metallschrott. Ich sehe es schon. Ihr geiert darauf, dass ich gleich hier nochmal umkomme. Ich kenne euch, Freunde. Ich kenne euch, ja. Hui! Mich mit. Das kann man nicht mitnehmen. Kurzes Auftauchen, ja, wir haben gelernt. Also, ich habe gelernt, man muss auch mal ein bisschen Luft holen. Ja, hallo. Luft geholt. Was gibt's hier Gutes? Hallo? Ein kleines Wässerchen. Bisschen Salz. Klopf, klopf. Ein Kupfererz. Komm.
guckt gleich seitlich so ein Hai raus und beißt uns erstmal in den Arsch. Hilfe! Ich mag's ja manchmal, wenn ich recht habe, eigentlich meistens, aber manchmal finde ich es auch leicht ungeil. Vor allem, wenn so ein Geräusch im Nacken kommt und man sich nur denkt, what the fuck? Muss das jetzt sein? Oh, schade. Nur ein Kupfer? Nur ein Titan. Kupfer ist mir tendenziell lieber. Okay, wenn wir mal Titanprobleme haben, hier liegt ein bisschen was rum, würde ich behaupten. Ist generell schön. Also hier gibt es einfach viel Loot. Das ist die Schubkanone wieder, oder? Ja, gibt ein bisschen Titan. Und noch ein kleiner Quarz. Oh, Inventar ist voll. Das können wir ändern. Erstmal ein Wasser snacken. Dann können wir den Quarz noch mitnehmen. Gut, aber dann würde ich sagen, ab nach Hause. Okay, hier ist definitiv noch ein bisschen Zeug, ja, was man sich antun könnte. Ich weiß auch wieder, warum ich am Anfang der Folge Quarz im Inventar hatte, beziehungsweise Glas. Ich wollte einen Eingang oben an die Überwachungsstation machen. Meine ich zumindest. Ob das jetzt stimmt, ist eine andere Sache. Oh, ein großer Stinker. Hallo, großer Stinker. Grüße gehen raus. Darauf einen Schluck Kaffee. So. Weil, ja. Der Bau mit Übergang in die andere Station, das hat ja nicht so ganz geklappt. Zumindest nicht von Basishülle zu Basishülle. Was ich mir noch vorstellen könnte, das müssen wir ausprobieren, ob wir die Möglichkeit haben, wenn wir so ein T-Stück nehmen. Und das T-Stück bauen wir an unsere Basis an. Ob wir dann einfach an dem T-Stück. Das muss ich testen. Gut, wir müssen erstmal Zeug rausräumen. Beiseite. Blueprint. Ja, ich bin der Captain. Look at me. I'm the Captain now. So. Und erstmal kurz eine Runde Titan umwandeln. Dass wir einfach total Titan schon bereit haben. Hier ein bisschen die Energie verbrauchen, damit die Energie auch wieder aufgeladen werden kann. Und wir nicht gleich in der Bredouille sind, dass wir etwas bauen wollen und keine Energie mehr haben. Aber ich würde sagen, ohne Moos nichts los und ohne Energie ist halt noch weniger los. Ja, darf ich? Danke. So. Wir sind jetzt hier auf dem Technoplanet. Mehr Titan geht nicht rein. Wollen die Barren mal woanders hin tun. So ein bisschen Titan noch reinstopfen können. Kommen wir erstmal hier. Weil da müssen erstmal die Salzablagerungen eigentlich rein. Ist ja hier. Wir haben zu viel Stuff. Zu viel Stuff. Ah ne, die Salzablagerung. Ich wollte die Salzablagerung reintun. Wir erinnern uns Salzablagerung, Freunde. So. Das heißt, wir müssen hier demnächst auch mal wieder einen neuen Spind bauen. Ich merke das schon. Das kann ja so nicht weitergehen. Gut, aber ich wollte was essen. Weil, Nahrung sieht jetzt nicht so Premium aus. Wir ernähren uns gesund wie immer mit Altera-Chips, damit unsere Milliarden an Schulden noch größer werden. Lohnt sich ja sonst nicht. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Snack this. Essen plus 3. Da frisst du halt auch 30 Packungen, bis du satt bist. Und dann hast du dann das Problem, dass du Brand hast ohne Ende. Na gut, das macht halt das ganze Salz da drauf. Das ist ja irgendwie klar. Piep, 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 piep. Das Ding verbraucht auch keine Energie. Das ist das Schöne. Das ist einfach anwesend. So, jetzt haben wir ein bisschen was gesnackt. Jetzt müssen wir was trinken. Haben wir ein Healthkit einstecken? Ja, das müssen wir auch mal nehmen. Damit es uns einfach wieder gut geht. Ich habe so ein leichtes Schwächgefühl im linken Fuß gehabt. Das haben wir jetzt erstmal beseitigt. Gut, ich glaube, wir müssen neues Trinken machen.
Aber auch das ist ja kein Problem. Wir haben ja ein bisschen was an Salz- und Röhrenkorallenproben dabei. Paprikator. Papriziere. Ein bisschen Chlorbleichung, damit unser Essen auch chemisch rein ist. Weiß nicht, ob man das dann trinken sollte. Frisch geklortes Wasser. Aber ist vermutlich noch gesünder, als einfach irgendwas aus irgendeinem Tümpel, aka unserer Umwelt hier, rauszufischen und das zu trinken. So. Und dann würde ich gerne ausprobieren, ob ich es über die Röhren schaffe, eine Connection zu bringen nach oben. Also, dass wir einfach oben an unsere Station auch ran können. Müssen wir testen. Müssen wir testen. Testen wir aber nicht mehr diese Folge, sondern nächste Folge. Dementsprechend sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ihr dürft gerne auch ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare, aber spoilert mich nicht zu sehr, weil, ja, ich möchte das Spiel hier ja noch selber entdecken. Sag mir nicht, dass ich mein fucking Konstruktionswerkzeug verloren habe. Reparatur? Oh oh. Oh oh. Hatte ich das etwa mit? Hatte ich das etwa mit? Bitte nicht. Nope. Oh, gut. Und die nächste Folge kommt am Freitag um 18 Uhr. Bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Haut rein und bye bye.